Kaldoras Infos zufolge betankt mein Vater seit Monaten seine Flotte auf der Chinook-Station. Unser Freund Hask überwacht die Operation. Wenn wir ihn ergreifen und die Station abschalten, wäre das für das Imperium ein schwerer Schlag. Zumal Hask der Schlüssel sein könnte, um endlich den Admiral zu finden. Mit etwas Glück? Es ist immer mehr als Glück. Wow! Sehen Sie sich diese Beldons an! Süß, dass Sie vor einem Besuch die Tierwelt eines Planeten studieren. Wenn Sie das Tibana-Gas für das Imperium erzeugen, sind die Beldons kritisch für die Mission. Wie Sie meinen. Wissen Sie, wenn wir Ihren Vater finden und ausschalten, sind wir dem Kriegsende ein gutes Stück näher. Ich weiß, es waren harte 6 Monate. Aber diesmal kriegen wir ihn. Ich spür's einfach. Daran zweifle ich nicht. Mir ging's eher darum, was danach passiert. Wenn der Krieg vorbei ist. Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Eine imperiale Ausbildung ist im zivilen Bereich nicht viel wert. Was ist mit Ihnen? Ich möchte reisen. Die Galaxis sehen. Lothar, Mycapo. Da waren Sie doch schon. Ja, als Soldat. Ich will das alles in Freiheit sehen. Das klingt tatsächlich sehr schön. Da ist der Landeplatz. Sie sollten unsere Schiffe hier nicht sehen können. Hask wird im Turm des Aufsehers sein, auf der Hauptebene. Also brauchen wir einen Turbolift. Der Droide sagt, vor uns ist einer, so wie einige Sturmtruppen. Also los, mir nach. Wie immer.
gesichert. Und jetzt zu dem Lift. Sie haben mehr Wachen als erwartet. Wird nicht einfach, zur Basis zu kommen. Ich habe eine Idee. Wird Ihnen nicht gefallen. Okay, wir treffen uns beim Turm. Achte darauf, dass dich keiner sieht. Die neue Lackierung verrät dich. Stehen Sie nicht so rum, Soldat. Bewegung. Bereit machen, der Hask wird uns einen Kampf liefern. Ich freue mich drauf. Tja, das weckt Erinnerungen. Aber keine guten. Der Turm des Aufsehers liegt vor uns. Hast müsste ganz oben sein. Letzte Nacht auf der Station. Ich vermisse sie jetzt schon. Du wurdest auch versetzt? Ja, ich warte auf mein Shuttle. Wohin schicken sie dich? In die westlichen Gebiete, hieß es. Aber wer weiß, das ist über meine Gehaltsklasse. Was ist mit dir? Wolkenstadt. Angeblich plant der Aufstand dort einen Angriff. Dann viel Glück. Dir auch. Wer hat die Kisten hergebracht? Ich, Sir. Auf wessen Befehl? Materialbeschaffung, Sir. Die gehören zur Fracht. Ich sollte sie hierher bringen, Sir. Das werden wir sehen.
Endor sind die Besetzungen des Imperiums schlimmer geworden. Das könnten wir sein, Aiden. Sie und ich. Denk an all das Gute, das wir seit Vardos getan haben, Del. Wir haben die Galaxis sicherer gemacht, Leuten Hoffnung gegeben. Ja, und das tun wir jetzt auch für Bespin. Finden wir Husk. Wolkenstadtwagen. Können Sie sich vorstellen, in dem Cockpit zu sitzen? Ich weiß nicht. So schlimm finde ich es nicht. Ah, kein echter Pilot würde so eine Kiste fliegen. Erstaunlich, wie belebt die Station ist. Ah, das Imperium flieht. Es braucht Ressourcen. Was quatscht ihr da rum? Wir bewundern die Macht des Imperiums, Sir. Die Rebellen haben keine Chance. Weitermachen. Angeblich bröckelt die Blockade. Überall im Anuat-Sektor sollen Schiffe durchbrechen. Das ist Gouverneur Adelhards Schuld. Er hätte den Aufstand sofort niederschlagen sollen. Wann wird er uns erreichen? Unwichtig. Das heißt, von ganz oben soll was Großes kommen. Etwas, das endlich die Wände bringen wird. Betankung eingeleitet. Der letzte Zerstörer ist eingetroffen. Was Neues vom Sublevel-Trupp? Thank you.
Droide, wir sind am Turm. Bist du bereit? Wir sehen uns oben. Wo sind denn alle? Dachten Sie wirklich, dass es so leicht wird? Husk. Wir haben die Corvus in dem Moment entdeckt, als sie die Blockade passierte. Wenn es nach mir ginge, würde ich sie ja persönlich erledigen. Aber ich habe jetzt Verpflichtungen. Und Ihr Schicksal gehört nicht mehr dazu. Leben Sie wohl ein. Nein, nein, er darf nicht entkommen! Wir haben zu viele Truppler an unserer Position. Den Weg von der Chinook-Station freikämpfen. Was jetzt? Husk war nur ein Teil der Mission. Sie wollen immer noch die Betankung stoppen. Aber wie soll das gehen? Wir brauchen Schiffe. Die X-Flügler sind auf der anderen Seite der Station. Droide, gibt's irgendwas in der Nähe? Du musst was hacken. Kontakt zu dem Trupp im Turm. Also bleibt wachsam. Ausschwärmen. Commander Husk will sie gefunden haben. Aufsehen.
AT-ST. Deckung, Droide. AT-ST zerstört. Gute Arbeit, Commander.
Jäger voraus. Schön, das ist perfekt. Und sie fliegen weg. Oh, komm schon. Waren alle. Suchen wir jetzt das Schiff. Wie wär's damit? Ein Wolkenstadtwagen? Das ist ein Schiff. Oh, na schön. Als ich sagte, wir brauchen ein Schiff, hätte ich deutlicher sein sollen. Es hat Waffen. Was will man mehr? Dass es kein Wolkenstadtwagen ist. Betankungsplattform direkt voraus. Und drei Sternenzerstörer. Die wir sprengen werden. Wissen Sie was? Sie hatten recht. Der Wolkenstadtwagen ist absolut ungeeignet. Nein, Moment. Wir müssen nur die Treibstoffzellen ausschalten. Und dann kommt es zu einer Kettenreaktion. Genau. Bis zurück zu den Sternenzerstörern. Das ist das Verrückteste, was ich je gehört habe. Sie lieben es. Ich liebe es! Zerstörer. Das Ding hört den imperialen Funk mit. Er ist doch für etwas gut. Sigma 1-2, setzen Sie Vektor auf Abfangkurs. Wahrscheinlich eine Lieferung, aber wir können nichts riskieren. Verstanden, Kommando. Der Wolkenstadtwagen macht keine Lieferung. Abschießen, 1-2. Alle Einheiten zu mir. Wolkenstadtwagen auf Punkt 032. Schießt ihn ab. Guter Schuss.
1-2, Schiff stoppen! Wir verlieren Treibstoffzellen! Unsere Flotte braucht das Divanagas! Ich gebe mir Mühe, aber erst schnell! Wir haben Infos über eine verlassene imperiale Fabrik auf Sallust. Admiral Versio plant, Waffen aus einem Depot dort zu holen. Wir werden zuerst dort sein. Ich habe um Hilfe gebeten, damit es klappt. Shriv, Sie werden mit Lando Calrissian auf dem Boden sein. Sichern Sie die Waffen und dann holen wir sie ab. Was auch geschieht, mein Vater darf diese Waffen nicht bekommen. Ist ein mieses Gefühl bei der Sache. Wäre schlimm, wenn es nicht so wäre. Admiral Versios Leute durften nicht hier sein. Wir sollten uns von Aiden abholen lassen. Ach was, es ist ein Stoßtrupp. Das schaffen wir. Und was, wenn nicht? Turbolaser. Ziemlich viel Verteidigung für ein verlassenes Waffenlager. Ich wollte eigentlich nur Gesellschaft, aber siehe da. Taktische Analyse. Ich bitte Sie. Ich kenne mich auf Sallust aus. Habe immerhin damals bei der Befreiungsaktion geholfen. Das erklärt, warum das Imperium noch da ist. Okay, ist nicht schlecht. Spaziergang? Oh.
still jetzt. Die Bedürfnisse des Imperiums übersteigen eure Vorräte. Admiral Versio hat die Verdoppelung eurer Produktion befohlen. Die Waffen sind wichtig für unsere Pläne in den westlichen Gebieten. Wer nicht am Fließband arbeitet, geht auf Patrouille. Unsere Präsenz muss unbemerkt bleiben. Zurück an die Arbeit. Wenn Sie sie erschießen wollen, bringen wir es hinter uns. Feuer! Es geht los! Eindringlinge! Folgen Sie mir bitte. Sollten Sie nicht mir folgen? Das ist immer noch eine Mission des Inferno-Trupps. Und ich bin immer noch General. Stimmt. Ich folge Ihnen. Können wir jetzt reingehen? Es ist verdammt heiß hier draußen. Gehen wir jetzt rein? Fließband starten, müsste es uns reinbringen. Hier, steigen Sie ins Cockpit. Hey, würden Sie bitte... Ihr Umhang ist im Weg. Ich weiß. Schon mal was von Privatsphäre gehört? Aber dafür umso mehr fürs Team. Sehen Sie das? Diese Anlage ist gar nicht verlassen. Sie ist voll in Betrieb. Okay, wir stehlen die Waffen und legen die Fabrik still. Gar kein Problem. Das haben Sie über Han Solos Rettung aus Jabba's Palast auch gesagt. Ihr kriegt das hin. So wie immer. Wenn Sie dabei sind, läuft einfach nie etwas nach Plan. Ja, das ist das Hauptsache. Dort könnten wir die Fabrik abschalten.
müssen nur an den Sturmtruppen vorbeikommen. Ach, du und ich wieder im Einsatz. Das vermisst du doch auch. Ich vermisse das überhaupt nicht. Da werden wir. So ein Glück. Okay. Gehen wir zum Hauptterminal und schalten den Strom an. Wenn ich schieße, weißt du, was zu tun ist. Sie wissen schon, was Sie tun, oder? Ja, natürlich. Unautorisierte Eingabe entdeckt. Sicherheitsabriegelung eingeleitet. Schön. Für mich war das ein Ausschaltknopf. Okay, neuer Plan. Das Ding läuft mit Lava, oder? Ja. Warum? Was haben Sie vor? Improvisieren. Such uns einen Weg hier raus. Ich will nur möglichst weit weg von Ihnen. Thank you.
verpasst den ganzen Spaß. Diese Lavapumpen sind genau das Richtige.